So, guten Morgen erstmal alle zusammen. Ich habe mal so eine Frage. Wie viel Mal im Jahr gehen wir eigentlich zum Arzt? Ja, da muss man eine kurze Pause haben und mal nachdenken. Der eine geht gar nicht. Der andere viermal im Jahr. Der andere sogar noch viel öfters, weil er Termine bekommt zum Spezialisten hin, nach hier, nach da, nach dort. Ich will nur nichts gegen die Ärzte sagen, Gottes Willen. Ich will nur mal sagen, gibt uns das nicht zu denken? Denken in dem Sinne, bevor wir zum Arzt gehen, muss ja was passiert sein. Da, wo der Arzt keine Schuld dran hat. Zumindest er persönlich nicht. Das heißt auf anderen Worten, oder in anderen Worten, wo haben wir Raubbau mit uns betrieben? Und dieser Raubbau, ist der nicht ziemlich hoch? Gehen wir nicht oft über Hürden, um zu beweisen, dies, das oder jenes, dass wir es besser können, dass wir besser machen wollen? Was investieren wir da an Lebenskraft? Ist es dieses eigentlich überhaupt wert? Sollten wir nicht in diesem Moment, wo wir gerade diese Worte hören, mal wieder zurückschalten, zurück zu uns, in uns gehen und sagen, was ich hier gerade mache? Ist es das wirklich wert? Dieses eine Leben in diesem Körper, was wir haben, so aufs Spiel zu setzen? Wäre da im Endeffekt nicht weniger mehr? Das heißt nicht, dass wir auf was verzichten müssen, sondern, Entschuldigung, dass wir sagen würden, diesen Stress tue ich mir nicht an. Oder diesen Gedanken nehme ich jetzt gar nicht auf. Ob es eine Geldfrage ist, eine Erziehungsfrage ist oder ob es eine andere Frage ist. Lasse ich diesen Gedanken einfach los? Bekommt mir dies dann besser? Ich würde sagen, ja. Und in diesem Sinne sollten wir diesen schönen sonnigen Tag, den wir heute haben, so beginnen. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.